Minecraft, 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 Minecraft! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Minecraft mit mir und dem Stirnfried hier. Dem Stirnfried hier. Oh, Ruckel, Ruckel, Ruckelalarm. Alter, ich weiß nicht, was OBS und Minecraft für Probleme haben. Also ich weiß nicht, was du tatsächlich für Probleme hast, denn meins läuft schickeflüssig. Ja, deins. Dein Rechner nimmt aber auch gerade nicht nebenbei auf. Das ist ja auch schön doof. Ich bin schon wieder hart angepisst. Ja, und ich würde dich jetzt fragen, wie findest du das neue Intro? Aber du kennst es ja noch gar nicht, also nicht wirklich. Ich kenne es noch gar nicht. Ich sehe es ja erst morgen. Genau. Also am Donnerstag, den 30. Wenn die Folge hier draußen ist, dann ist es wahrscheinlich schon eine Woche her. Ja, ungefähr. Also eine Woche und ein Tag dann. Genau. Und aber von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, der Ragnar macht sich langsam, ne Leute? Also Qualität bessert sich und Minecraft ist sowieso irgendwie voll geil. obwohl wir beide am Anfang irgendwie hart skeptisch gegenüber waren. Also ich jedenfalls. Ja, ach, ja, nein, ich wusste, es ist toll. Nein, wusste ich nicht. Ich habe es Ewigkeiten selber nicht gespielt. Warum auch, ne, dieses Kinderspiel. Also, nur Verrückte spielen diesen Scheiß. Da muss erstmal ein kleiner Sohnemann kommen und erstmal sagen, du Papa, Minecraft ist doch ganz schön geil. Probier das mal aus. Ne? Ja. Henny, schöne Grüße. So, und ihr komischen Tiere hier, ne? Wenn ihr hier jetzt weiter Terz macht. Spinnen im Wasser. Nee, Spinnen im Wasser meine ich nicht. Ich meine Hund auf Dielenfußboden. Ach so. Und so. Dachte, du redest hier von Ingame und so. Nee, davon wollte ich mich ja nicht schlafsäuseln lassen. Das ist ja was völlig anderes. Das ist ja völlig in Ordnung. So. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch eine Spitzhacke und eine Steinaxt. Ich glaube, ich kann. Habe ich jetzt gerade die Stöcker weggepackt, ich Idiot? Nee. Die mache ich mir mal eben noch. Wenn ich aufhöre zu schwimmen, muss ich mir. Oh, bei mir drehen auch gerade zwei Katzen durch. Siehst du? Ich habe noch eine Spitzhacke. Also ich habe zwei Spitzhacken. Also ich habe jetzt drei. Ich brauche noch ein paar Stöcker. Stöcke! Gib mir Stock, Junge. Ich muss auf jeden Fall erstmal noch was braten. Ich mache gerade ein paar Fische. Ich mache jetzt erstmal Fleisch. Das finde ich viel besser. Ich habe aber keine Kohle. Hast du Kohle für mich? Nee. Wo soll ich denn die her haben? Du warst doch da buddeln. Ich habe aber keine Kohle gefunden. Die ist schlecht. Brauchst du noch Werkzeug? Dann mache ich dir gleich welches. Du kannst nur noch ein, zwei Spitzhacken machen. Okay. Und eine Schaufel. Jupp. Kriegen wir hin. Ey, wenn wir jetzt keine Kohlen mehr haben, ne, dann können wir ja nicht mal hier. Also unter... ich hab 48 Fackeln. Ja, ich habe eine. Da liegen Sachen für dich. Ja, ja. Vier Steaks sind gerade erstmal in Vorbereitung. Okay, dann bist du also quasi für Licht zuständig hier. Mit 48 Fackeln. Boah. Erstmal. Könnte man es machen. Also dein Plan ist jetzt wahrscheinlich erstmal wieder irgendwo buddeln zu gehen. Ja, Kohle halt, ne? Also Kohle, Eisen und so weiter. In der Hoffnung auf fette Dias. Genau, hast du mir jetzt mein ganzes Essen weggenommen, du Assi? Hä? Ja, sorry, ich hab die Fische hier im... Ich leg mir hier rein. Ja, ich hole mal mehr Fisch. In die Steintruhe. Gekochter Kabeljau. So, Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, 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 Fisch. Also da meine... Ah, shit. Was denn? Wieso hab ich denn Kies hier? Da meine, mein Obertoller 13 gleich den Geist aufgeben wird, werde ich mir mal fix einen Stein stellen. Ach, Alter, hier ist alles gut. Unter Wasser ein fucking Bogenschütze. Ich krieg ne Macke, ey. Ja, ja, ich kann dir, wie kann der denn unter Wasser schießen? Das wird mich jetzt gerade mal brennen. Ja, mich auch. So. Jetzt bin ich fast ersoffen, weil ich mir dachte, es wäre vielleicht dringend, dass ich diesen Bogenschützen da erstmal erlege. Dass diese Fische einfach, Knochen droppen macht mich fertig. So völlig sinnentleert. Oh shit, da ist ein Enderman und eine Hexe. Ja, den Enderman habe ich gesehen. Die Hexe vorhin auch kurz, aber ich habe mir gedacht, wir sind hier sicher. Oh, ich habe endlich Seetang. Super. Die Welt hat wieder einen Sinn. Ja. Stirb. So.
Nee, ich möchte mich mit den Viechern nicht anlegen. Nö, nee, das so muss jetzt noch nicht sein. So under-equipped sind. Ja, das tut nicht Not. So, ich komme mal zu. Wir können ja gleich erstmal schlafen gehen, das macht, glaube ich, Sinn. Erstmal übrigens gebratenen Fisch für dich. Ja, ich habe auch noch 8 auf Tash, die ich jetzt also fertig mache. Ich möchte, dass du jetzt den gebratenen Fisch hast. Okay. Hier. Danke. Warte, ich drop dir noch einen Rohn. Dann bringe ich den Scheiß mal zum Braten. Yay, wir kommen wieder zu nix. Wir hätten das besser vorbereiten sollen. Ganz klar. Hallo Katze. Hey Yoda. Quatsch, Internet? Yoda. Glaub mich. Ist gekocht, der Kabeljau. Ist nicht mal gebacken oder gebraten. Nein, er ist gekocht. Er ist gekocht im Ofen. Ja, ganz klar. Was man im Ofen so normalerweise macht. Kochen. Ach stimmt, du wolltest jetzt slappen gehen, wa? Ich klicke mich schon mal hin. Ja, gut, ich hätte jetzt vielleicht noch gewartet, bis das Essen fertig ist, damit wir mehr vom Tag haben, aber okay. Dann eben nicht. Ich habe aus meiner ultramännlichen Schnabeltasse genommen. So eine Fackel macht mich echt fertig, ey. Wir müssen noch irgendwie Kohle hier haben oder was. Aber ich werde noch ein paar Stöcker fertig machen, weil dann mache ich mir unterwegs einfach Fackeln. Das ist ja auch nicht weiter wild. Stoff ist essentiell. Wieso? Also ich hab übrigens ein bisschen Eisen hier gefunden. Das ist schön. Das werde ich jetzt mal fertig braten. Hm? So. So, 54. Nee, ich will mehr Stöcke. So, 62. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Der Enderman ist übrigens immer noch hier am Rumlaufen. Ja, der verdampft ja auch nicht, wenn Nacht ist. Genauso wenig wie die Hexe. Hast du genug zu essen mit? Brudeln ist anstrengend, Minion. Mit 8 Hammelfleisch sollte ich erstmal. Ja, okay. Ich hab 10 Fische, dann würde ich sagen, auf zum Atem. Da ist eine Spinne in meinem. In deinem Loch. Nee, lass doch eine reguläre Höhle nehmen. Reguläre Höhle und. Lass uns doch mal eine suchen. Wir sind noch gar nicht so viel durch die Gegend gelaufen. Genau. Wir haben den lustigen Strand gesehen, haben gedacht, da müssen wir jetzt ein Häusle bauen. Ja. Auf dem Wasser. Ne? Dringend. Ohne Stützen. Achso, hier hab ich schon gebuddelt gehabt. Siehst du? Was? Hier rein meinst du, ne? Ja, hier war ich dabei. Also, da kannst du sogar eine Fackel abbauen da hinten. Ist ja Wahnsinn. Ja. Du hast doch hier auch einfach nur wieder stumpf in den Berg reingekloppt, oder was? Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja, das ist so dumm. Dumm. Das ist gar nicht so dumm. Hast du den Höhleneingang gefunden, Rinde? Ist einfach nur dumm. Ja, aber ich habe uns immerhin Kohle und ein bisschen Eisen gesorgt. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in einer natürlich gewachsenen Höhle. Das ist aber gerade nicht. Doch, das ist ein ganz klares Aber. In diesen natürlich gewachsenen Höhlen. Guck mal, das Pferd liebt mich. Oh, hast du Karotten dabei? Nö. Ist die Wahrscheinlichkeit, auf Rohstoffe zu treffen, höher? So, habe ich meinen Satz beendet. Hast du davon? So, hier ist schöner, dichter Nadelwald. Wenn ich jetzt du wäre, wo wärst du denn? Wenn ich du wäre, wäre ich hinter dir. Hier auf den Bäumen, hinter dir. Wo ist hinter mir? Dreh dich mal um. Jetzt 180 Grad. 180 Grad. Ist noch 90? Ja, da bin ich. Du guckst quasi fast auf mich. Alter, bist du dumm? Jetzt nach rechts, links. Was machst du denn? Willst du mich doch wohl sehen, oder was? Hier, ich bin der Typ, der ein Fisch ist. Warum ist denn ein Fisch auf dem Baum? Leute, dieses Spiel macht so keinen Sinn. Oder Ragnar macht allgemein keinen Sinn. Nee, ich mach alle nie Sinn. So, zack, hier haben wir. Alter, der ist mittlerweile so gelutscht. Guck mal, schon habe ich Eisen gefunden. Alter, ich habe mehr Eisen gefunden als du in deiner ganzen Puddelaktion. Und zwar in einer Minute. Voll nicht wahr, Alter. Weißt du, was ich habe? Ich habe Kohle. Aber wir haben auch viele, viele Zombies hier und Spinnen. Und allgemein sind wir hier gut. Alter, gib mir mal zur Hand. Was ist denn dein Problem? Sei doch mal nicht so kleinlich. Nee, ein bisschen Nachwirkung von der Nacht, Alter. Stell dich mal nicht an. In dieser Höhle ist es immer noch Nacht. Ja, so. Weswegen die noch leben. Plop, plop. Und wir haben Fledermäuse. Sehr gut. Wozu sind Fledermäuse gut? Das ich habe keine Ahnung. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie so ein bisschen Richtung Ausgang immer deuten. Aber genau wissen tue ich das auch nicht. Also wenn das einer weiß, Kommentare. Ich lerne gerne. Ja, apropos lernen. Ich bin sehr lernresistent, aber schreibt mal in die Kommentare, falls ihr wisst,
wie man es einstellen kann, dass man den Helm zwar aufsetzen kann, also tragen kann, wenn man eine Rüstung trägt, den aber man nicht sieht. Denn ich finde die Helme hier unfassbar hässlich. Ja, alle ein miteinander. Bisschen. Ja, ein bisschen. Das wäre nämlich ein ziemlich cooles Feature, wenn es das hier geben würde. Ja, denke ich auch mal, irgendwie wird das schon gehen. Und wenn es nicht geht, dann geht es mit einer Mod, da kannst du einen drauf lassen. Und da wir auf PC spielen, ist das ja alles grundsätzlich erstmal möglich. Geht das Konsolenbashing gerade wieder los? Willst du damit jetzt anfangen? Würde ich nie tun. Also, nein, die PlayStation 4 hat ja jetzt auch Zugriff auf den Marketplace. Und kann das jetzt auch ein bisschen. Alter, Was ich unfassbar dumm finde nach wie vor, ist, dass es kein Voice-Chat möglich ist. Also, da haben wir uns ja richtig abgequält. Das erste Mal, wo wir zusammen Minecraft gezockt haben. Ja, ist auf jeden Fall nicht intuitiv möglich. Ja, ne, also per Video-Dingsbums angerufen, ne, auf dem Handy. Das ja, war ein bisschen... Alter, ich habe gerade ein bisschen viel Kohle gefunden. Ganz schön Steinzeit. Alter! Ja, das war alles voll mit Kohle. Musst du mich so erschrecken? Ich buddel mir jetzt gerade einen Weg raus hier. So. Guck mal, das ist noch mehr Kohle. Ja, da oben auch. Und Kies. Yay, Kies. Ja, Kies habe ich auch schon gefunden. Oh, wie sehr ich Kies hasse. Kies ist der letzte Scheiß. Ja, aber mit ordentlich Kohle können wir ja schon mal was anfangen. Kriegen wir. Alter! Ich renne mir nicht ständig vor die Hacke. Ja. So. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall erstmal Fackeln bauen. Leute, ihr habt gerade Ragnar gehört, wie er gesagt hat: Renn mir nicht ständig vor die Hacke. Guckt euch mal die alten Seven Days Folgen an, wo wir beide zusammengezockt haben, wie oft ich geflucht habe, dass er mir ständig vors Fadenkreuz gerannt ist. Aber ständig. Du solltest dir die Folgen nochmal angucken und so einen Michi flucht wegen Ragnar Counter einfügen. Das wäre tatsächlich eine Idee. Das hat mich so abgefuckt, ey. Oder ich mach das innerhalb einer Season. Ne, den... Jetzt ist Season 2, ne, glaube ich. Das aktuell ist Season 2, ja, dadurch, dass da die A... Ach, der gibt... Ich habe keinen Dreck mitgenommen, fällt mir gerade auf. Nur Stein. Ich fülle das hier mal mit Kies over. So. Mit Kies. Ja, bitte mehr Kies. Bitte fülle alles, was du kannst mit Kies. Damit dieser Kies mir noch mehr auf den Sack geht. Ich meine, dieses Loch hier bei dem Wassermann. Jetzt hör doch auf, so rum zu eiern. Was ist denn dein Problem? Was? Ich bin halt gerne am Motzen. Ja. Instant. Weißt du, mein Arbeitstag war heute zwei am Stunden länger. Am Motzen. Ja, mein Arbeitstag war heute einfach auch zwei Stunden länger, als er hätte sein sollen. Ne, nur weil ich mal wieder dachte, unbegleitete Jugendliche und so. Die ist irgendwie dead end. Was ist denn das für ein Scheiß? Können natürlich auch buddeln. Alter, hör auf zu buddeln. Mit Steinwerkzeug buddeln. Wie lange willst du hier buddeln, Alter? So. Und liebe Zuschauer, da seht ihr Ragnar in seinem Element modden und motzen. Was? Modden und motzen? Ja, das sollte dein, weiß nicht, Leitspruch sein. Du musst immer alles aufmodden und bist dabei nur am motzen. Ja, modden ist cool. Modden geht ins da vorne. So, nächste Höhle bitte. Also das war ja nur, wie viel Eisen hast du da rausgeschleppt jetzt? 8, 9? 7. Oh, ist ja nicht die Welt. Wir brauchen mehr. Wir erkunden diese schöne Welt. Die sind lustige Bären. Was sind das für Bären? Süße Bären. Was ich auch gut fände, wäre so eine Stadt. Den kann man nur so teures Getreide klauen. Ja, nicht keine Elektro zahlen. Du bist so ein Griefer, Junge. Ja. Aber denen darf man das. Die sind so dumm. Ach, oh, Wölfe. Toter Wolf. Ich will nicht, dass man das wieder aufhört. Der andere hat jetzt rote Augen. Der hat rote Augen. Der Wummibad. Der Tollwut. Ja, den musste ich. Ich musste die beiden töten. Ne? Nur nicht, dass ich den einen getötet habe, ist zum Vorschein gefallen, dass die Tollwut haben, bin ich mir ganz sicher. Nicht zu fassen. Wo bist du eigentlich? Ach, scheiße. Ich sehe dich gerade auf meiner Karte tatsächlich. Ach, du hast die Karte mitgenommen. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Und ich habe die Karte jetzt in diesen Schildslot gepackt und jetzt kann ich Waffe tragen und Karte. Ja, das habe ich dir letztens gesagt. Da meintest du, kein Schild, was ein Scheiß. Aber solange man kein Schild hat, ist das tatsächlich ganz sinnig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du sowas gesagt hast. Jetzt willst du dich wahrscheinlich wieder so als Ultra-Klug profilieren und mich jetzt, als weißt du, stehen lassen. Ja, das sowieso, davon mal ganz abgesehen. Aber ey, fick dich. Echt, fick dich hart. Nee, das ist gar nicht passiert. Jetzt bin ich hier so ein Wasserfall runtergefallen, oder was? Daran bin ich jetzt schuld wahrscheinlich, oder?
Oh, ein Babywolf. Nee, dem tue ich nichts. Das kann ich nicht. Das ist ein Eisbär. Das ist ein Eisbär? Das ist ein Eisbär, Digi. Wo ist ein Eisbär? Das ist ein Eisbär. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hä? Also laut Karte bist du direkt in mir. In dir? Ich sehe ihn nicht. Also mein Pfeil ist direkt auf deinem Pfeil. Siehst du meinen Namen irgendwo? Nö. Bist du in mir? Bist du in mir? Also ich bin halt unten auf dem Boden. Ich stehe hier Richtung Eis. Ich bin hier beim Eis. Ich bin direkt beim Eis. Nee, dann gehe ich mal zum Eis. Kann man beim Eis Bergbau betreiben? Ist ein Eisbär. Ich weiß nicht. Wer muss, ne? Aber, let's find out. Jupp. Also unter dem Eis ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Wasser ist schon mal endsdämlich. Ja, kann man schlecht reingraben, ne? Wo zur Hölle bist du denn jetzt überhaupt? Jetzt bin ich bei dem Eis. Ah, jetzt sehe ich dich da hinten. Ach da. Guck mal. Wiedergefunden. Hier, komm her, hier ist Alter, ein Eisbär. Kann es sein, dass man hier drauf ganz schön langsam läuft? Nee, man rutscht. Komm, hier ist ein Eisbär. Ja, das auch. Du. Ja, ich sehe es. Oh, er ist so blockig. Er ist quasi, Alter, er ist zwei Tanks. Mindestens drei. Und er hat, Alter. Oh. Du Assi. Du Eisbär, ja, schlechter. Also, du hast hier Wölfe geschlachtet, oder? Ja, aber keine Eisbären. Save the Wolf. Ne? Ja, aber der Wolf, der kommt ja wieder. Weißt du, das ist ja überhaupt kein Ding. Ja, nur weil die Polarkappen wegschmelzen, verschwindet der Eisbär, oder was? Vielleicht. Der wird irgendwann zum Heißbär, ich sag's dir. Zum Heißbär? Also ja. Zum Braunbär. Auch das? Der gute alte Negrobär. Ich vertraue der Karte nicht, also diesem ohne Scheiß. Ja, guck halt nicht auf die Karte, sondern guck in der Welt umher. Ja, ich guck in der Welt umher und ich laufe jetzt auf deinen Pfeil zu. Lauf mal auf meinen Pfeil zu. Du bist einfach nicht da. Im Eis ist einfach schlecht orientiert. So verlassen. Ja, ich fühle mich tatsächlich, ich schlachte mal ein paar Schweine tatsächlich. Um ein bisschen im Eis? Futter ranzukriegen. Nee, ich bin hinter dem Eis tatsächlich. Also, guck mal zum Mond. Mond. Genau, und ich bin genau in der Gegenrichtung. Ich sehe den Mond nicht mal. Wo ist denn hier der Mond? Ach da. Und ich bin, also genau in die andere Richtung. Lauf quasi vor dem Mond weg, dann kommst du zu mir. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du noch beim Eis bist. Ja, natürlich. Ich bin direkt auf dem Eis. Komm her. Ach, jetzt sehe ich langsam deinen Namen wieder. Moin. Ich höre hier irgendwas echt viel schnaufen. Ja, ich habe Viecher getötet. Wir sind auch schon wieder bei Nacht unterwegs. Irre clever. Ohne Ausrüstung, ohne alles. Also es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man hier den Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen einstellen könnte, wie bei 7 Days. Also du kannst ihn halt, wenn du willst, komplett ausstellen. Nee, das ist ja kacke. Ja. Aber es geht. Jetzt lauf doch nicht immer schon wieder von mir weg. Ich habe Angst im Dunkeln und ich habe Angst allein. Alter, wie viele Zombies kriegen denn hier gerade rum? 4, 5 irgendwie? Wollen wir die wegmachen? Machen wir die weg. Sie sind im Wasser, sie können sich quasi nicht wehren. Glaube ich. Stirb. Stirb, stirb. Sterbi, 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 sterbi. Der Rest ist abgehauen. Das sind einfach Muschis. Muschis. Verflucht. Verflucht. Ich weiß auch gar nicht, was man mit diesen komischen Oktopussy-Viechern hier machen kann. Da kriegst du Tintenbeutel oder sowas. Echt? Da kannst du Füller bauen oder so. Boah, hier Stift und Feder, genau. Für Kartentische oder so. Ich weiß nicht, was man damit macht, aber erstmal haben. Ich hab diesen Tentakel gefunden. Was hast du gefunden? Eine Tintenbeutel. Ja, es sind Tintenbeutel, keine Tentakel, Entschuldigung. Tintentakel. Also ich glaube, wir sind jetzt schon wieder halbwegs zu Hause gleich. Ach ja, hast du dir die Richtung gemerkt, wo wir unser Haus haben? Ich sehe es auf der Karte. Wir sind überhaupt nicht. Wir sind ganz weit weg von zu Hause. Echt? Wir sind nicht mal in der Nähe. Echt? Weil hier wieder der große Stand ist, dachte ich. Nee. Ich hatte vorhin nochmal das gesehen. Boah, also wir müssten jetzt quasi einmal um 180 Grad uns drehen und einfach nur ganz stumpf zurückballern. Was ist das für ein Gestein? Das ist einfach nur Stein? Ja, nee, es war Kies natürlich. Was sonst? Was hätte es sonst sein sollen? Also, alles andere wäre ja irgendwie sinnvoll gewesen. So, wo bist du? Da bist du. Tatsächlich habe ich vor Kies mittlerweile mehr Schiss als vor Lava. Ja, ich finde das Zeug auch einfach nur ätzend. Gut.
So, Alter, auf der anderen Map haben wir eine Höhle neben der nächsten, weißt du? Und hier ist nicht eine. Ja, wahrscheinlich laufen wir einfach nur dumm an irgendwelchen Höhlen vorbei. Ja, das kann natürlich sein. Und wir sollten uns so schnell wie möglich wieder einen Kompass bauen. Ich finde den irre hilfreich. Ist das Spider? Zack. Also, das wäre auf jeden Fall eine Unterwasserhöhle. Ja, würde ich jetzt noch nicht unbedingt reinholen. Wie schlecht sieht man mich eigentlich gerade, sehe ich. Mal wieder. So ist besser. Du siehst auf jeden Fall schlecht aus. Ja, ich sehe immer schlecht aus. Ich bin halt so ein kränklicher Typ. Oh, zwei Bogenschützen gleich. Hilfe. Ob mein Schild. Ob meine Karte mich schützt. Ganz bestimmt. Ich glaube, sie hat gerade mindestens drei Pfeile abgewehrt. Ja, sie wird dich retten. Und beim Brustkorb auch. Boah, Baby-Zombies. Ja, ich hasse die Viecher. Die sind so arschschnell. Hund, kannst du mal die Klappe halten? Hör auf, hier Scheiße zu bauen. Einmal meckert er nicht mit mir, danke. Ja, ne? Und irgendwie meckere ich halt immer. Also in der Regel nicht mit meiner Frau, da ziehe ich den Kürzeren. Aber, Guck mal hier, hier willst du runter. Ja, genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Und vor allem den Creeper da, den will ich weghaben. Wie kommen wir hier runter? Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben im Versuch. Die trying. Alter, wie alle meine Werkzeuge fast kaputt sind. Pass auf, wir machen das einfach so. Warum hast du jetzt dein Dings da weg? Weil der sowieso so gut wie down war. Achso. Alter. Oh, Dude. Ich sag das mal so, lass das. So. Ich werde, du stirbst nicht. Wirklich. Wieder mal durch Dummheit, ne? Also das ist schon wichtig. Oder durch einen Stich in den Rücken. Alter, was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Mich verschaukeln oder was? Natürlich ist mein Werkzeug jetzt kaputt gegangen. So. Zack, zack, zack. Und dann machen wir einfach so. Ach komm schon. So. Trotzdem geht das. So, das ist auch kaputt. Jetzt habe ich noch zwei Hacken. Das ist nicht so die Welt, ne? Nee, auf jeden Fall nicht für diese Höhle hier. Aber sie ist auf jeden Fall vielversprechend. Kann man sich irgendwie was auf der Karte markieren? Wissen das irgendwelche Profis hier in den Kommentaren oder so? Irgendwie geht das. Ich hatte da mal was gelesen. So, da ist jetzt so ein... Wahrscheinlich mit der Mod. Nee. Irgendwie mit den Karten tatsächlich auch. Und dann so eine Lokatorkarte. Kannst du hier ein paar Fackeln langlegen, dass wir nachher wissen. Hier geht's raus. Zick. Ich glaube, wir kommen hier nicht raus. Mit der Hand dürfen wir uns rausgraben. Oh, komm mal da drüben. Ganz viel Eisen und Kohle. Das gefällt mir jetzt schon. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Rüberbauen. Ja, aber so weit können wir nicht bauen. Natürlich können wir so weit bauen. Nee, du sagst doch immer, dass du hier so toll ransetzen kannst. Mach das doch mal. Oh, ich kann das auch. Ja, wenn man dabei Duken drückt, geht das tatsächlich ganz gut. Ich würde so abfeiern, wenn du jetzt krepieren würdest. Ach komm. So. So. Warum wünschst du mir eigentlich den Tod? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Ganz ernsthaft. Warum wünschst du mir den Tod? Es ist lustig, Digi. Ne? Der Tod, er wird uns sowieso alle ereilen. Und warum willst du unbedingt, dass er früher bei mir ist? Scheiße. Nettie lebt wieder. Danke, Nettie. Danke. Das kann sie zum Glück nicht hören, was du da sagst. Schade. Ich glaube, ich schreibe gleich mal eine WhatsApp. Danke, Nettie. Du WhatsApp mit Janet. Oh, ja. Da kommt der Poet wieder raus, Leute. Der Pöt. Ich bin ein Pöter, halt Mensch, bald Pöter. Das ist Poet. Hier ist ja die Eisen liegen, du Schwein. Entschuldigung, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, wir nehmen auf. Aber danke, dass du reinrufst. Nein, Michi hat sich gefreut. Er konnte wieder eine kleine Kante gegen mich bringen. Ist jetzt ganz glücklich. Immer noch unfähig, aber glücklich. Ach komm, hör doch auf, Alter. Weißt du was, Alter? Dafür trinke ich jetzt aus meinem ultramännlichen Becher. Du weißt doch, ich bin die Stimme aus dem Off. Wunderbar. Also ich meinte Michis Becher. Aber es ist auch wunderbar, dass du meine Stimme aus dem Off sein möchtest. Nettie hat diesen Becher heute auch schon kennengelernt. Ach so, ja, stimmt. Ihr habt ja Pöbi abgeholt.
Genau. Die war das man halt so macht. begeistert. Danke nochmal. Und sie hat auch mega laut gesungen und sie hat auch durchgängig gesungen. Ja, natürlich. Also, wenn sie eins kann, dann singen. Und zwar pausenlos. Ja. Nee, was, wenn du kein Paw Patrol im Auto hast, bist du auch selber schuld. Ja, Entschuldigung, ich habe eigentlich nur. Wir hatten nur Radio, weil ich mit Genies Auto gefahren bin. Das auch noch. Und in meinem Auto wäre der Wag gelaufen. Das ist vielleicht auch nicht kindgerecht. Also doch bei meinem Kind vielleicht schon so ein bisschen, aber gut, wir sind auf jeden Fall gleich schon mal unten. Das ist ein Sind auf Anfang. jeden Fall gleich fett voll Lava. Auch das. Da ist schon mal wieder Eisen. Ja, da gehe ich jetzt mal hin. Du ignorierst das ganz gute Eisen hier auf jeden Fall. Das ist mal nicht so gut. Entschuldigung, dass ich erstmal dafür. Wieso gehst du nicht einfach hier lang, Diggi? Hier ist doch alles Weiß, weil cool. ich hier Eisen gesehen habe. Und weil Ja, ich aber jetzt. hier ist noch cooleres Eisen als Ja, deins. ach so. Mein Eisen ist viel cooler als deins. Ist viel eisenhaltiger. Ja. Ja. Härter. Viel metallischer. Metal. Ich habe ganze drei Blocks Ja, siehst gefunden. du, bei mir waren vier oder fünf. Muss ich nach einer Aufnahme Aber sehen. Nein, ich brenne schon wieder, ich brenne schon wieder, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich sterbe, 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 ich sterbe. Ich muss, ich bin tot. Wieder einmal, wie versprochen, durch Dummheit. Ja. Und du hattest auch eine Karte dabei. Ich konnte das meiste deine Stuffs aufsammeln. Ich habe aber keine Ahnung, wo du jetzt bist. Und es ruckelt so verflucht, Hättest du mal eine Karte. ey. Ich krieg's kotzen. Warum ruckelt das so? Ich muss mich da, glaube ich, mal belesen. Oh, jetzt bin ich auch. Oh nein, oh nein, oh nein, Ja, oh nein. siehst du? Siehst du? Hast du davon. Ey, manchmal hast du es echt verdient. Ja, ich bin auch gestorben. Nein, auch noch in Lava. Ja. Oh. Gut, hat sich das auch So, wieder Leute, erledigt. So funktioniert das nicht. jetzt habt ihr gerade mal gesehen, wie man es nicht macht. Und ich war eigentlich der Meinung, ich fahre gar nicht so nah an der Lava dran, Ja, tatsächlich. ja. Ich wollte mich gerade ein bisschen Kies entsorgen und So plötzlich und. brannte ich. Aber das ist halt der Nachteil, wenn man halt keine Keine. Ausrüstung hat, ne? Keine Rüstung hat. Scheiße, und jetzt hab jetzt nicht mal mehr eine Karte. Ich weiß nicht, wo wir sind. Du hattest übrigens auch eine Karte im Inventar. Ja, ich weiß. Ich habe nie gesagt, dass ich keine hatte. So, So, was jetzt machen wir muss. jetzt? Naja, Jetzt, Werkzeug jetzt, haben wir, bauen. jetzt haben wir alles versaubeutelt. Ja, jetzt brauchen wir Werkzeug und versuchen das wiederzufinden. Da war ja schon ein bisschen cooler Stuff bei. Staff? Stuff. Ja, dann bauen wir uns mal ordentlich Werkzeug. So, wird das gleich wieder meine Aufgabe, ja? Kannst du das nicht selber? Du stehst mit deinem wunderschönen Pferdeschwanz doch da so schön vor und Und wieso sprichst du im Internet über mein kannst es. Genital? Ja, weil er lang ist und stinkt. Das, nein. Er ist nicht lang und nicht dick, aber er schmeckt. So, komm her hier, Affe. Wo willst du wissen, dass er schmeckt? Ich hab Nelly gefragt. Das hat der Teufel gesagt. Ja. Geben wir Stuff, 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 So. Stuff. Dann lass uns mal beeilen in der Hoffnung, dass es das nicht schon alles despawned ist. Das wird weg sein. Da finden wir jetzt mal gerade hin. Das ist total utopisch, Alter. Ja. Das irgendwie wiederzufinden geht gegen null. Also wir waren da in dem Wald, glaube ich, ne? Oh, mein schönes Schweinefleisch war auch weg. Und ich habe nichts zu essen jetzt mit. Das ist, glaube Auch ich. nichts zu essen. Das ist, glaube ich, dumm. Das ist hochgradig dämlich, was wir hier jetzt Pass gerade auf, haben. wir gehen dann. Ich glaube, das mit Mine ist erstmal noch eine ganz schöne Scheißidee. Lass uns doch erstmal so ein paar Grundlagen wie Lebensmittel und sowas schaffen. Da kommst du jetzt mit. Ja, da komme ich jetzt mit. Ne, wir laufen jetzt hier straight out of Compton. Hier ist ein Händler. Ist ja schon mal schön. Wo bist du denn jetzt? Genau, wo bist du jetzt? Also ich bin. Wo ist die Sonne? Scheiße, da. Bist du gerade ausgelaufen? Nee, ich bin nach links. Dann laufe ich jetzt auch nach links. Bist du schon gerade ausgelaufen? Dann wäre es dumm, nach links zu laufen. Nein, ich seh den Händler auf jeden Ach, Fall. da, Für ich mich sehe ist die dich. Farbe Ja, einfach ich sehe scharf. dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du hast nicht zufällig einen Ofen mitgenommen, oder? Ja, doch, ich nehme immer Ofen mit. Ja, also, es ist in Minecraft durchaus möglich. Ja, wäre machbar. Was ist los, Nelly? Hast du wieder Körper? Hab mich verspritzt. Ui, das ist aber nicht schön. Warum machst du sowas? Blutet sie?
Nee, ich glaube, Neddy wird ein Hämatom. Du solltest das nicht direkt nach dem Aufwachen machen. Ich war nicht geschlafen. Ach, du hast nicht geschlafen? Nee. Apropos Hämatom, tolle Band. Ja. Also, beides wird auch nicht so gut. Ja, probieren geht über studieren. Ja, ich höre die mittlerweile auch ganz gerne tatsächlich. Ich habe die früher ganz, eigentlich ganz intensiv gehört und dann habe ich die irgendwie aus den Augen verloren. Ja, ich finde tatsächlich die neueren Dinge cooler. Also, doch, wir nehmen immer noch auf, Nadine. Warum sollten wir das nicht tun? Warum sollten wir mittendrin aufhören? Weil du nicht dein Pädagogen unter schwierigen Ton hast. Ach, entschuldige. Man legt er den mal bitte schön ab. Ne, dass ich jetzt hier so community-mäßig unterwegs bin. Wollte ich mir so vornehmen. Hallo, hallo, hallo. Was ist eigentlich dein 50-Abo-Special? Nettie, halt die Klappe. Mein 50-Abo-Special ist, dass ich Nettie nackt in die Kamera halte. Copper. Und zack, null. Alle Abos weg. Alter, hast du gerade deine Frau so hart gedisst? Die habe ich gerade richtig hart gedisst und ich werde das gleich richtig hart bereuen. Ich sehe schon, wie sie erhöhte Stellung bezieht. Echt übel. Ja. She got the high ground, Anakin. Ja, once again. Oh, ich glaube, ich habe die Höhle wieder gefunden. Nee, ist eine andere Höhle, aber die ist auch schön. Aber wir wollten Infrastruktur schaffen. Wir brauchen Lebensmittel. Jetzt mal ohne Scheiß. Eisen. Ja, Eisen wäre auch geil. Ja, aber das, weißt du was? Wir finden nie wieder nach Hause jetzt. Wir haben keine Karte. Ach, natürlich finden wir nach Hause. Und der Turm. Ah, Waldemar! Der Rennbodenlenker. Haben wir gerade die Jacke in Brand oder was? Na, aber sowas von. So, ich glaube, hier finden wir keine Siedlung. Hier finden wir nur riesige Pilze. Leute, ihr werdet sehen, dass wir in dieser Folge nicht mehr nach Hause finden. Und wir werden wahrscheinlich vor lauter Verzweiflung eine neue Butze bauen. Man findet immer irgendwie nach Hause. Jetzt bleibt doch mal ruhig. Also diese schöne Pilzstadt hier, die habe ich ja von unserem Zuhause aus gesehen. Alleine, dass du gerade schon schöne Pilzstadt gesagt hast, insigniert irgendwie, dass du hier dich niederlassen möchtest. Nein, gar nicht. Ich glaube, ich baue jetzt mal einen Ofen. Also nicht, dass ich mich niederlassen möchte, aber ich glaube, wir brauchen einen Ofen. Ich habe jetzt schon ficke Hunger. Und ich habe zufällig ein bisschen Holz dabei und ich habe zufällig ein bisschen Stein dabei. Und ich habe zufällig Äxte dabei, das heißt, wir können Feuerholz machen. So. Scheiß noch eins. Wir hätten nicht ohne Lebensmittel losrennen sollen. Das war wieder einmal dumm. Ja, Leute. Aber ich meine, das war ja dumm mit Ansage, ne? Also wir haben ja ganz klar gesagt, wir sind Noobs. Ja. Also Leute, ne, wir sind zwei Ü30-jährige Männer, die extrem dumm in Minecraft agieren. Einem sogenannten Kinderspiel. Und die es einfach nicht gebacken kriegen. Ja, das trifft's ganz gut. Aber dabei hochsympathisch sind, ne? Ja, so Eigenlob stinkt ja auch gar nicht, ne? Nein, also. Nein, deins schon gar nicht. So. Rezept. Essen ist fertig. Zwei Steaks gemacht, Alter. Bitte? Schon zwei Steaks gemacht, Alter. Frisst du die jetzt? Hast du jetzt meine Steaks weggefressen? Ja, und ich habe die Schweinesteaks da hingelegt. Was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Ich wollte Hammel, Alter. Ach, Hammel am Arsch, ey. Weißt du, dafür hast du drei. Weißt du was, Typen wie dich, ne? Ja, kannst du besonders gut leiden. Nicht während einer Aufnahmesession. Ach, jetzt willst du mich auf einmal nicht mehr mögen, oder was? So, willst du jetzt hier die ganze Zeit Holz schlagen, oder wie? So, ich glaube... Wir werden das Holz noch brauchen. Ja, aber ich glaube, hier weiterlaufen ist ganz schön dumm. Ja, erzähl mir mal, was nicht dumm ist, was wir hier machen. Gut, dann laufen wir jetzt in die Gegenrichtung. Dann kommen wir erstmal wieder nach Hause. Das bleibt spannend. Nee, und ist das nee, spannend. Ja, komm. Finden die beiden Nerds nach Hause. Sehen Sie es in der nächsten Folge von Minecraft für Anfänger. Ach, du kannst mich mal, weißt du? Nee, bloß weil du die Orientierung von der toten Katze hast, Alter. So, da ist er. Ich meine, wir gehen auch völlig ohne Rüstung und ohne irgendwas. Naja. Ja, ich wollte mich gerade drüber aufregen, wie dumm wir sind. Komm, lass uns unter die Erde gehen. Lava ist was Feines. Ja, guck mal, hier ist der Felsspalt. Ich habe ihn wiedergefunden.
Ich hab den. Ja? Ja, den hin da. Aber unser Zeug ist wahrscheinlich weg. Ja, höchstwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wo wir abgestürzt sind. Da ist unsere Treppe und wir sind auf der anderen Seite. Ja, ich weiß. Also unsere Treppe habe ich ja gesehen, das wäre nicht das Ding. Aber unser Zeug ist wahrscheinlich. Ich habe jetzt genau einen Steinblock. Block, 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 block. So. Wir brauchen einen Steinblock, wenn der Michi hat, oder? Du brauchst gleich mit Holz. Ja, gut. Lass uns das so machen. So, komm, wir hoffen, dass das noch nicht alles weg ist. Jetzt gehen wir doch wieder unter die Erde, weißt du? Es so wird nicht gut enden. So behindert. Wo sind wir jetzt lang gegangen? Wo sind wir denn hier runtergekommen? Das weiß ich nicht mehr. Also hier ist eine Fackel. Ich habe ein bisschen wenig Fackeln gesetzt, tatsächlich. So, ich glaube, du hast recht, hier ist nichts mehr. Tada, nichts mehr. So, jetzt sind wir. Jetzt sind wir hier unten und haben keine Lebensmittel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir haben die Chance auf Eisen. Ja, stimmt. Wir nehmen das, das können wir zwar nicht essen, aber wir können uns tollen Stuff draus bauen. Ja, und so schnell verhungert man ja nicht. Ja, wir nehmen jetzt das Nötigste einfach einmal mit. Kohlen zum Beispiel. Genau, ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen und dann verpissen wir uns wieder und bringen das erstmal in Sicherheit. Ich glaube, das ist viel cleverer. Wir haben nicht mal Fackeln. Ja, deswegen sammle ich gerade Kohle, du. Ich wollte irgendwas sagen, aber Kopper. Ja, ja, ja. Ach, komm. Nee, Kopper. Ach, am Arsch. Mir doch egal. I don't care, Junge, ich hab Gold gefunden. Das kann ich ja noch gar nicht abbauen. Scheiße. Aber warte mal. Ich bin ja irrer Typ. Zack. Oh, ich will jetzt immer ein paar Fackeln bauen. Bauen wir ein paar Fackeln? Hast du schon ein bisschen Eisen? Nee. Noch gar nicht, das ist doof. Da ist noch was. Aber ich bin jetzt schlau. Fackeln, Alter. Das ist super. Und sehr viel Stock. Sehr viel Stock. Sehr viel Stock ist gut. Ich habe jetzt gleich eine Eisenspitzhacke. Hast du Eisen? Ach ja, stimmt, du hast ja schon Eisen gefunden. Genau, ich habe Eisen gefunden, dann kann ich auch gleich das Gold hier mitnehmen. Wo ich immer noch nicht weiß, wofür ich das brauche, aber. Genau, Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wofür Gold gut ist, außer da irgendwie Goldfrüchte draus zu machen. So Goldäpfel und Goldeier. Ja, tatsächlich. Gute Frage. So, Eisenspitzhacke. Sehr gut. So, jetzt ist mein Ofen hier erstmal aus. Wenn du noch ein bisschen Eisen hast, kann ich dir auch noch was machen. Ich habe nichts. Aber ich bin hochmotiviert. Oh, hier habe ich Eisen. Sehr schön. Dann baue ich erstmal hier meinen Ofen und so ab. Und komme damit zu dir. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Kohle und ein bisschen Lava. Will ich irgendwie beides nicht haben. Plopp. War's das? Treffer. Sehr schön. Da bist du wieder gespannt, hier rauszukommen. Da gehe ich immer weiter. Bei mir wird es gleich wieder endduster. Oh, das. Ich glaube, ich begehe schon wieder eine große Dummheit. Das klingt nach dir auf jeden Fall. Ja, hier ist nämlich Lava. Ja, bitte geh da hin. Das klingt nach einer Spitzenidee. Bitte mach das so. Aber auch Kohle. So, jetzt kann ich mir jetzt mal wieder Fackeln bauen. So, ich habe übrigens schon die erste bisschen Saat. Ein paar Samen. Ich habe Samen für dich. Die habe ich vorhin weggeworfen. Achso, dann sind die hier tatsächlich noch übrig geblieben. Deswegen lagen die unten. Alter, geht das hier tief runter. Noch mehr Gold und noch mehr Eisen. Sehr schön. Hallo Lidu. Liluminai. 1, 2, 3. Multipass. 1, 2, 3, 4. Ja, auch Multipass. Nein, das bringt nichts. Ich habe gelernt, junge Menschen, und damit meine ich tatsächlich Menschen um die 20, kennen das fünfte Element nicht mehr. Selbst wenn es Nerds sind. Da habe ich mich alt gefühlt. Ich habe einen Spawner gefunden. Ne, da hatte ich Chris gefragt. Hier, wie, kennst du ihn nicht? Fünfte Element? Ne, habe ich noch nie gehört.
Da hab ich gedacht, was? Hammer Film vom Luc Besson, Alter. Ja, das ist der Film. Den habe ich so oft als Jugendlicher gesehen. Ist nicht unbedingt der Film, aber er ist schon ein toller. Ich finde den ganz schön geil. Ich mag den gerne. Ja, er ist auch ganz schön geil. Ja. So, hier ist jetzt mal Ruhe. Und hier ist ein ganz schön tiefer Schacht. Ja, ich bin gerade schon wieder fast gestorben, weil ich mich hier mit Zombies an den Spawner angelegt habe. Ja, mach das halt nicht. Ja, aber Erfahrung und so. Einer muss es tun, ne? Ich kenne das. Einer muss die dummen Sachen machen. Du, wo bist du? Ich bin ängstlich ganz alleine. Bist du jetzt in den Spalt hier runter? Ja. Ja, das geht nicht gut. So, oh, was ist das? Und was finde ich? Bisschen Eisen. Super. Hier ist mein Speer. Ich hab mein Dreizack wieder gefunden. Der steckte brennt in der Lava. Echt? Also ist er feuerfest. Ich meine, das ist schon mal was wert, ne? Das ist. Wow! Alter, hier kam schon wieder Kies runtergeflogen. Ich habe mich jetzt echt hier runtergebuddelt für zwei Stücken Eisen oder was. Wollt ihr mich rollen? Naja, also das ist schon sehr essentiell. Ja. Auch ich habe schon dumme Sachen für ein, zwei Blöcke Eisen gemacht. So. Jetzt bin ich hier und habe Kies. So eine Scheiße, ey. Was für ein sinnloser Mist. Ich sehe deinen Namen, das finde ich schon mal gut. Ja, ich sehe deinen auch. Es stimmt mich glücklich und ein bisschen... Verdrossen? Ja, auch. Oh, Eisen, Junge, Eisen. Eisen, wir nehmen alles Eisen mit. Was wir können. Zwei Blöcke. Hast du den Spawner jetzt eigentlich platt gemacht? Nein, Alter, bist du doof, den wäre ich jetzt tot. Nee, wenn du ihn platt gemacht hättest, wärst du mit Sicherheit nicht tot. Alter, da sind so viele Viecher rausgekommen. Ja, aber den hättest du ihn ja platt gemacht. Das widerspricht sich. Ich bin nicht mal hingekommen. Du Muschi. Weil die haben mich eiskalt umzingelt und ich hatte nur noch 4 Herzen dann plötzlich. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, wir müssen noch bald auf dem Rückweg, weil sonst wird uns der Hunger auf dem Rückweg dahin raffen. Ist nicht. Ich habe Eisen. Oh, ich habe viel Eisen. Das ist ja geil. Boah, ich hab richtig viel Eisen. Das ist super. Ich habe einen Eisenflöz gefunden. Einen großen. Männlich, 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 männlich. Plopp. Boah, noch mehr. Alter, wie gut. Schön, über was man sich am Anfang wieder freut. Mhm. Ja, auf den ganzen anderen Maps. So Diamanten, viel mehr Diamanten. Komm, die letzte Tour mit ja. 16 Diamanten, glaube ich, sind wir da rausgegangen. Ja, das war gut. Das hat mir gefallen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt viel ist, so im Durchschnitt, aber... Ne, ja, aber ich doch. Wir haben uns gefreut. 16 ne? In einem Ausflug ist, glaube ich, schon gut. Wir entschieden uns ja nichts. Nee. Wir sind ja eiskalt, cheatlos. Das machen... Oh, Redstone. Ich Kannst bin du? Wahrscheinlich schon recht tief jetzt. Stirbt nicht. Wäre schön. Also, wenn meine Lebensmittelanzeige auf die Hälfte runter ist, gehe ich auch auf den Rückweg. Hast du denn gar nichts mehr zu essen jetzt? Nee. Echt nicht? Ich bin komplett leer gebrannt. Das meinst du, warum ich vorhin angehalten habe, mir was zu essen gebraten hat? Ich hatte verdammt Hunger. Weil du zu viel hüpfst. Das ist das Problem. Ich hüpf gar nicht. Also ich vermeide es aktuell zu hüpfen. Manchmal lässt sich das halt nicht umgehen. Also noch sehe ich deinen Namen. Ja. Weiter fern. Ich weiß gar nicht, Redstone brauchte ich auch die Eisenpicke, ne? Oh nee, hier gehe ich raus. Zu viele Viecher und ich bin oh hart under-equipped. Also nein, hier bin ich weg. Ist die Kacke am Dampfen, sagst du? Also jetzt, hier ist auf jeden Fall nicht jetzt, mein Terrain. Und jetzt bringst du sie zu mir, oder was? Ich hoffe nicht, dass sie mir folgen. Fände ich auch gut. So, ich bin jetzt auch am Ende des Flözes. Hier ist nichts mehr, komplett abgegrast. Das ist eigentlich ein super Zeitpunkt, um sich hier zu verpissen. Warte, ich komme zu dir gerade. Ja, ich sehe das. Also wollen wir jetzt erstmal den Weg nach Hause finden? Ja, ich würde sagen, Stuff nach Hause bringen. Macht, glaube ich, am meisten Sinn.
Kohle. Obwohl, ich habe 2 Stacks Kohle. Das ist. Ich guck mal einmal noch hier. Einmal guck ich noch hier runter. 1,5 Stacks. Nö, hier ist nichts. Gut. Ich habe gerade kurz gedacht, das sind Dias, aber das konnte ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hochkommen, ne? Genau. Ich glaube, ich habe den Weg nach oben mit Fackeln markiert. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ist das hier? Hier bin ich vorn runter. Dann ist hier Dead End. Also hier ist auf jeden Fall die Brücke, die du vorhin gesetzt hast. Aber ich sehe auch. Ja, ich glaube, hier sind wir runter. Sind wir runtergekommen? Was machst du denn da? Ich beseitige eine Gefahrenquelle. Achso, na denn. Also das kommt mir so vor wie der Ort, an dem wir gestorben sind. Ja. Dann muss hier doch irgendwie der Weg sein, wie wir runtergekommen sind. Da, hier. Ach da, ja. Siehst du, ich stand genau davor. Manchmal bin ich auch was blind, ne? So, und wenn wir jetzt noch den nach Hause finden würden, ne, der schon mal durfte. Ja, das kriegen wir alles hin. Ich meine, meine Orientierung ist jetzt ein bisschen schlechter, aber wir müssen auf jeden Fall auf der Seite, wo wir hochkommen, weiter. Alter, was musst du denn hier? Ah, du musst eine sichere Passage. Ich habe noch zwei. Hast du noch irgendwas zu essen da? Ich habe ein Kotelett noch. Ne, 2 Koteletts. Gut, dann gehen wir erstmal hoch und dann musst du mir. Das gönnen wir uns, wenn wir oben sind. Ja, denn ich habe noch 2 Keulen. Dann beginne ich zu starven. So, oh, eine? da ist auf jeden Fall Fleisch. Fleisch voraus. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Ich baue auf. Ich habe ja alles mit hier. Mö, da ist noch mehr Fleisch, das habe ich sofort gehört. Oh, ich will ihm ans Leder. So, hier, brennen. Rohes Rindfleisch. Nee. Mö. Totes Rind. So. Da müssen wir noch irgendwie nach Hause kommen. Und so, liebe Kinder, überlebt man. Genau. Wenn man immer einen Ofen mit hat. Genau. Tragbaren Ofen. Was hast du so dabei? Ofen. So, jetzt bin ich aber auch echt hart kurz von der Wohnung. So, jetzt bin ich. Hier, ich hab mal ein paar Sticks hier. Ja, ich hab auch nochmal welche reingewickt. Haben wir vielleicht. Oh, du hast es mir gerade geklaut. Was? Ich habe da gerade nochmal rohes Rindfleisch aufgefüllt. Ja, aber ich wollte gerade meine Hammel reinlegen. So, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen Kohle. Das ist ja voll gut, ey. Schüft. So, ich guck nochmal rundherum, ob ich was zum Schlachten finde. Ich habe tatsächlich nur 16 Eisenblöcke gefunden. Ich habe 32. Damit können wir schon ein bisschen was machen. Damit lasse ich erstmal arbeiten, auf jeden Fall. Jo, das lässt zumindest schon mal. Grundlegende. Wenn wir denn nach Hause finden. Ja, du scheiß hier mal nie ein, ey. Nee, ich war vorhin. Hm? Ich war vorhin. Das heißt ja nicht, dass du dir jetzt nicht einscheißen kannst. Das ist, Nee. Wahrscheinlich. Die gute alte Diarrhoe hat mich noch nie befallen. Hast du? Großes Glück. So, ich hab noch ein bisschen was zu essen mit. Goldig, goldig. Ich bringe ein Schwein. Ach, du willst ja dein Hammelfleisch hier unbedingt haben, ne? Es sollte schon weg sein. Nee, jetzt ist es fertig. Gönn es dir. Ich habe gegönnt. Sehr schön. Dann warten wir jetzt auf die 5 Steaks. Und dann geht's ab nach Hause. So, wir sind hier hochgekommen. Ich sehe unseren Turm. Oh, phänomenal. Der muss noch höher. Der muss definitiv noch höher gebaut werden. Ja. Ich muss da noch weiter ran. Ich finde das mit Turm ja immer ein bisschen geil, ne? Ja. Das und wer hat dich auf die Idee gebracht? Hilft ungemein. Also ganz ehrlich, einen hohen Turm bauen, damit ich nach Hause finde, das war. Also, habe ich schon früher mal gehört, ganz ehrlich. Hättest du das gemacht? Ja, nee, hätte ich, wäre ich nie im Leben wäre ich darauf gekommen. Ich muss den Scheiß immer machen. Weil sich Herr Bertholdson zu fein dafür ist. Ey, bist du bescheuert? Du meintest irgendwann nur, ich will den Dreckhaufen höher stapeln. Er verdreht natürlich die Tatsachen nur, um gut dazustehen, Leute. Das müsst ihr einfach. Weißt du, ich kann gar nicht gut dastehen.
Ich bin nicht fähig, gut dazustehen. Nee, so, jetzt müssen wir... Richtig. Plock. So, wir haben zwar nicht viele Samen, aber Alter, es ist ein Anfang. Hast du das gerade echt gesagt? Habe ich gesagt, wir haben nicht viele Samen. Oh, ich hoffe, einige Leute sehen das und verstehen das. Wieso lässt du Wolle zurück? Das war ein Bett. Ja, mein Inventar ist voll. Hier ist mehr Wolle. Ja, der Turm ist definitiv zu klein, weil jetzt gerade sieht man ihn nicht mehr. Das heißt, mehr Dreck und Ruhe. Ja gut, Dreck haben wir eine Menge mittlerweile in der Truhe durch dein Lochgebuddel da. Ja. Wem hast du es zu verdanken? Boah. Ja, unbedingt. Die Hände nicht schmutzig? Ganz sicher. Nicht nur im Spiel, sondern auch im wahren Leben. Ja, mein Haus steht quasi nur wegen dir. Also ausschließlich, ich habe hier nichts gemacht. Allerdings falle ich auch gern vom Bäumen. Ja. Dummheit und so. Nein, Gewicht. Ja, auch. Ich bin hier, bei der Wolle. Hier ist Wolle. Nein, ich habe den Turm gerade gesagt, wir müssen hier leicht links. Leicht links? Ich hätte mich jetzt hier einfach am Wasser gehalten, weil ich mir denke... Nö, hier ist er doch. Da ist er Haus. Strand und Strand. Wird schon irgendwie alles der richtige Weg sein. Wir sind auch voll die Hammelschlechter, oder? Ja, das schweigen wir dann, Alter. So, kann man eigentlich Algen fressen? Jetzt mal jetzt. So, die Tiere bei uns in der Nähe lassen wir vielleicht nicht töten. Obwohl, die sind hier auf so einer Insel. Die Pork, die... Ach komm, nee, du bist so fleißig davon gelaufen, du darfst leben. Ne? So. Boah, ist aber auch eine schöne Landzunge hier. Ja. Yay, ist es nicht schön, nach Hause zu kommen? Ich finde das total klasse. Ja. Weißt du, was ich gleich machen werde? Ich werde den Turm höher bauen. Boah, Delfin, du schwimmst mit Delfin, Junge. Wieso schlägst du den Delfin? Alter, was bist du denn für ein Assi? Alter, du hast einen Delfin getötet. Das wäre ein Hai, Alter. Bist du nicht ganz dicht, Alter? Jetzt musste ich mich hier wehren. Alter, der killt mich. Alter, weil du Scheiß, Pimmelkopf. Ich dachte, das wäre ein Hai. Alter, du Assi. Nee. Ich hab mich nur verteidigt. Du hast dich verteidigt am Arsch. Ich sag noch, da schwimmt ein Delfin mit dir. Alter, voll süß und niedlich am Arsch, ey. Ich hab nur eine Dreiecksflosse von mir auftauchen sehen und im Wasser, was würdest du denn machen, wenn du auf einem offenen Meer schwimmst? Du siehst eine Dreiecksflosse, Alter. Nee, nix, Alter. Du bist. Nee. Nee, Michi. Echt nicht. Nein. Das ist wie bei Cartman hier mit der komischen Dingsfolge, mit der Chinesenfolge. Hast du mich gerade fett genannt? Ja, das auch. Aber was, meine Mutter? Man schießt Menschen nicht in den Penis, Alter. Genauso wenig tötet man Delfine. Delfine sind geil auf Toast mit Dick Mayo, okay? Alter, das geht so gar nicht. Nee, das ist, also, ohne Scheiß. Ich dachte, es wäre ein Hai. Ja, am Arsch, du dachtest, es wäre ein Hai. Ich bin im offenen Wasser. Alter, kauf... einen Dreizack und siehe eine Dreiecksflosse. Was erwartest du? Kauf dir eine fucking Brille, Alter. Im Ernst. Leute, das hat so keinen Sinn. Ich glaube, ich werde diesen Kanal bald deabonnieren. Es ist wieder einmal Zeit. Irgendwas. Wieso haben wir hier eigentlich so viel Glas? Erstmal haben. Glas, das im Gras und Aas, Glas. Wieso heize ich mit Kohle? Mit Eisen. Nee, Holz. Holz heißt es. Holz. So. Holz, Junge. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ordentlich. Glas, das im Gras und Aas, Glas. Alter, oh Gott. Menschen wie dich. Alter. Ja, das mit Delfin tut mir irgendwie voll nicht leid. Ja, doch, also, nee, ich hab da echt, ne? Ist ein Delfin gewesen, Junge. Weißt du, du kannst mich mal, Alter, so ohne Scheiß. Du bist hier am Lämmer schlachten, wie blöd. Aber ja, Lämmer. Aber verurteilst mich, wenn ich mich aus Angst verteidige, Alter. Ja, weißt du, du hast selber gesehen, dass Delfine äußerst aggressiv sein können, denn die haben dich angegriffen. Ja, aber weißt du was? Lämmer gibt es wie Lämmer auf der Weide nun mal. Oh, je. Aber Lämmer sind süß und flauschig und du schlachtest sie einfach ab, weil du Hunger hast, Alter. Aber einen Delfin schlachtest du nicht, weil er nass und glitschig ist und will nicht essen. Der wollte ja aber gar nichts, weißt du? Das ist der Punkt. So, hier links. Die Lämmer wollen uns auch nichts. Links ist deine Scheißtruhe.
Ja, was sagst du zu dem Argument, ne? Lämmer wollen uns auch nichts. Wir essen sie trotzdem. Alter, Lämmerman, halt mal die Fresse jetzt. Es hat so alles keinen Sinn mehr mit dir, mit der Eisen, nee, absolut nicht. Irgendwas stimmt definitiv nicht mit dir. So. Was brauche ich für einen fucking Kompass? Sehr schön. Ja. Gehen aber 8 Eisen für drauf, ne? Trotzdem. Die brauchen wir. Zum Orientieren finde ich das wichtig. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann können wir schon mal Gold einschmelzen. Und ja, was machen wir dann als nächstes aus Eisen? Was brauchst du denn jetzt gerade? Ich habe das also ich hab dir jetzt schon 2 Spitzhacken und ein Schild in die Truhe gepackt. Möchtest du lieber noch eine Spitzhacke oder lieber ein Schwert? Schwert, Mann. Gut. Die hätte ich mir jetzt nämlich auch erstmal gemacht. Ey, was ist denn hier los? 3. So, und dann war es das auch mit Eisen jetzt. Die der 2 Eisenschwerter und 3 Spitzhacken. Nee, du hast nur 2. So. Schild haben wir auch beide. Das ist doch, also nächste Runde kann das nicht richtig steil gehen. Du könntest mal ein bisschen Holz organisieren und Leitern bauen. Wieso brauchst du denn jetzt schon wieder Leitern? Weil ich den Turm mache. Achso, ja. Das kriegen wir hin. Zack. Dann will ich mal nicht so gewesen sein. Viele Leitern. Was heißt denn viele Leitern? Du willst doch schon wieder übertreiben. Maßlos. 256, ne? Ja, aber er muss ja nicht jetzt gleich sein. Nee, was ist jetzt? 39, Junge. Alter. Du übertreibst schon wieder maßlos. Dieser Turm wird uns irgendwann mal so vom Verhungern retten. Aber warum muss ich denn Leitern bauen? Jetzt mal ganz im Ernst. Du kannst damit Wasser wir da irgendwann wieder hochkommen. Was soll ich denn da oben? Meine Blöcke werden da nicht reichen. Weil du weißt ganz genau, wie gerne ich Türme runterspringe. Das weißt du ganz genau von unserer Aufreihung. Ja, aber du kannst ja hier einfach ins Wasser springen. Ja, aber ich will auch irgendwie wieder hochkommen. Ja, aber ich. Wie viel scheiß Dings soll ich da jetzt holen? Mitten in der Nacht und ich gehe Bäume fällen oder was? Ja, schon kommt die Spinne. Weißt du? Schon kommt der Tod. Auf Sohlen. Und ein Haufen Zombies. Weißt du? Guck mal, hier ist ein Delfin. Der ist ganz friedlich. Ja, ach was. War der andere auch, du Arsch? Das war. Ich hatte Angst. Das war ein Hai. Ja, nee, Angst. Weißt du, den guck halt genauer hin. Die Folge solltest du irgendwie die Angst vor Haien nennen oder so. Oder Jaws the Revenge oder was. Nee, so will ich die garantiert nicht nennen. Ne? Ich werde die Delfin-Schlechter Michi nennen. Das ist zu trashig. Das klingt wie so ein alter Hammer-Film oder so. Es ist ja auch kein Film, es ist ein Let's Play, Junge. Touché. Gut gespielt, Schinkenkopf. Schinkenkopf finde ich gut. I like Schinken. Ja, oh nee. Alter. Hier ist schon wieder so ein Skelett-Pimmelkopf in komplett Goldrüstung. Ist ja nicht ganz dicht, oder was? Solltest du abziehen, den Typen. Was? Komm. Aber die Eisenschwerte, die lasse ich erstmal noch drin, ne? Oder? Obwohl. Ja, also jetzt gerade renne ich damit echt gerne rum, weil gerade ja. Ist irgendwie dunkel. Alter, was denn jetzt ist da? Da ist. Ich hab den eben gerade echt nicht gesehen. Ich habe eine Rüstung. Ich werd verrückt. Ich glaube, ich soll den mal zur Hilfe kommen, ne? Nö, jetzt sind die alle tot. Das ist doch keine Rüstung, das ist nur ein pimmiger Helm. Das, was im Charakter am pimmlischen aussieht. Aber ist verzaubert. Oh, er hat Atmung. Was heißt das? Ja, du kannst unter Wasser atmen, Dussel. Achso, ich kann übrigens nur Eisen einschmelzen, ne? Nee, dann schmelze mal Eisen ein. Ich schmelze. Smelter, Junge. Oi. So, ist übrigens ist die Zeit auch gleich rum. Wir sind bei exakt 59 Minuten jetzt. Ist Mann, das war hart? War das eine schlechte Folge? Ich fühle mich schlecht. Ja, aber es war wieder kurzweilig. Das finde ich doch schön. Ja, das ohne Frage, aber ich fühle mich schlecht. Wir haben ach, Quatsch. Nein, wir sind gestorben, haben den Ort unseres Ablebens wiedergefunden, was ich erstmal gut finde. Okay, ja, das war ziemlich episch. Also, ne? Ne, wir haben Eisbären gesehen, du hast Delfine getötet.
Es war ein Hai. Ich dachte, es war ein Hai. Ich glaube, hier gibt's nicht mal Haie, Alter. Dude, ohne Scheiß, wenn du im offenen Wasser schwimmst und du siehst eine Dreiecksflosse, kriegst du da nicht erstmal Panik und schlägst zu? Kannst, sei ehrlich, sei ehrlich, sei Alter, ehrlich. Echt Müller. Nicht. Nein. Müller. Nein, nein. Nein, Michi, nein. Typen wie dich. Typen. Nee, du bist einfach so ein Assi, der Delfine tötet. Nee, und mir immer erzählen, das Meer liegt mir so am Herzen, aber Delfine töten, Alter. Komm klar. Delfine sind schwule Haie. Selber schwule Hai. Selber schwule Hai. Lüge, Alter, was ist mit dir los? Selber Taubeneier, weißt du? Bist du 12 oder was? Ich hab nicht mal 12-Jährige gesagt. Die 12-Jährigen von heute sind so cool. Sind viel cooler als du, Alter. Das macht überhaupt nichts. Ja, deswegen Scheiße. Gucken die ja nicht meinen Kanal. So funktioniert das. Ja, also. Okay, Leute, für diesen Selbstboost bitte das Video teilen und abonnieren. Oh, Scheiß. Und schreibt uns in die Kommentare. Kannst du jetzt mal aufhören, so übel schamlos Werbung und nach Abos zu geiern? Das ist ja nicht zu ertragen. Was hast du eigentlich auf dem Kopf, Alter? Wie siehst du, wie kacke siehst du aus? Ich habe einen Funkelhelm, Alter. Ich habe gerade was produziert. Das hast du einfach nur verdient. Ich hasse dich so verdammt sehr. Nein, du hast mich voll lieb. Nee, jetzt gerade nicht. Wieso habe ich überhaupt einen Knochen am Start hier, Alter? Was ist das denn? Wo habe ich einen Knochen her? Was laberst du heute eigentlich für Scheiße? Sehr unerträglich. Ich habe hier einen Knochen im Inventar. Ich weiß nicht, wo ich ihn her habe. Das ist ja tragisch. Ja. Echt tragisch. Hast du mir Leitern gebaut? Mehr. Mehr. Weißt du doch gar nicht. Außerdem solltest du deine Fackeln anbringen. Alter, ich kann nur eins zurzeit anbringen. Entweder Leitern oder Fackeln. Für die ganze Arbeit hier. Ne? Und wieder hoch. So. Nee, doch. Komm. Eine perfekte Leiter fehlt. Aber ich komme trotzdem oben rauf. Gott, hab ich gemessen, Alter. Ohne Scheiß. Zack. Blub, blub. Los, komm. Zum Abschluss kommt der Springen, oder was? Ja, so. Aber erst Fackeln anbringen. Fackeln. Fackeln im Sturm, Junge. Weltliteratur. Ja. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Warte. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir auch. Bevor wir hier das beenden, wollen wir uns vielleicht hier runterprügeln. Was? Jetzt. So? Oh, das hatte ich sowieso vor. Ich habe das Pferd schon gezückt gehabt, weit bevor du das gesagt hast. Ich hatte nicht gedacht, dass du so unfassbar herzlich bist. Doch, bin ich. Du tötest Delfine, du Mumpel, ey. So ein American Gladiator-Stuff draus, oder? Ja. Ich würde sagen, ich schließe die Folge einfach mit hier in dem Körper. Ins Wasser. Warte. Durch eine Wolke. Ich will doch einfach nur noch mitspielen, denn. Denn warte wenigstens, bis ich dir entgegengesprungen komme. Oh nee, das war episch. Ich bin ins Wasser gesprungen, es kam direkt ein Delfin auf mich zu. Ja, das war der Geist des toten Delfins, den ich vorhin niedergemacht habe, weil ich dachte, es wäre ein Hai. Ja, Haie. Haie in Minecraft, Junge, ist familienfreundlich. Alter, hier sind Spinnen und Zombies und irgendwelche... Familienfreundlich. Alter, und dann willst du mir jetzt hin, diese kleine Haie, oder? Familienfreundlich. Noch da unten, ich springe jetzt, ja? Hart familienfreundlich. Ja, ich guck dir von der Reling zu, also vom Beckenrand quasi. Das ist eine goldene Trillerpfeife. Ja. So, und damit gute Nacht, liebe Kinder. Schlaf gut. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft mit Ragnar und No Budget Nerd. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ne? Gerne Abo, Like, Scheiße, Konsole, Pisse, Kacke, Tschüss. Dun 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 d